So, weiter geht's mit Battle World Corners. Tja, und bevor ich weiterspiele, erstmal ein kurzes Dankeschön an die ausgezeichnete Firma King Arts, da ich eine E-Mail geschrieben habe und von ihnen die Erlaubnis bekommen habe, die ein Let's Play zu machen von diesem Spiel und dass ich dieses Videomaterial kommerziell nutzen darf zum Zwecks der Monetarisierung auf YouTube. Nochmal Dankeschön, wenn man nämlich andere Spielefirmen anschreibt, dann ist es nämlich so. Ja, melde dich nochmal, wenn du 50.000 Abonnenten hast. Mit so Leuten wie dir wollen wir nämlich nichts zu tun haben. Ja, und dann unsere Community geht uns quasi am Arsch vorbei. Aber King Arts, ein dickes fettes Lob, dass die so. Ich hab die E-Mail rausgeschickt und eine Stunde später war die Antwort da. Ich glaube sogar eine halbe Stunde später schon. Und haben gesagt, ja, super, darfst du beides machen. Du darfst ein Let's Play machen und darfst das auch monetarisieren auf YouTube. Dann nochmal ein dickes Dankeschön an die Firma Kingers, die außerdem auch immer sehr sympathisch rüberkommt, wenn man sie im Internet sieht, bei irgendeinem Interview oder so. Dankeschön, Dankeschön an Kingers und dann machen wir mal weiter. So, okay, Artillerie wollte ich in Stellung bringen. Ach, ich dummerchen, ich muss erstmal die Runde beenden. Und mal so als Information. Jetzt hält sich die KI noch ein wenig zurück, aber ich habe in späteren, also laut meinen Quellen ist die KI ziemlich intelligent in den späteren Missionen. Jetzt ist es quasi noch so Tutorial-mäßig, dass er noch nicht so viel macht. Aber in späteren Missionen, da wird man sich dann ganz schön wundern. Also das wird noch ein dickes Ding später. Okay, die Panzer und die Artillerieeinheiten haben nur einen Zug. Das heißt, sie können entweder nur einmal bewegen. Oder. Moment. Ja, die Artillerie kann zweimal. Moment, Moment. Der Panzer kann einmal. Reichweite 1. Okay, ist jetzt auch egal. Ich bin mehr so der Praktiker statt der Theoretiker. Soll ich mal gucken, kann ich das Radar erobern? Komm schon, komm schon. Jawohl, okay, jetzt sehe ich schon ein wenig mehr. Und dann holen wir uns dann noch die Werft. Bewegt, bewegt, bewegt. Bewegt, okay. Okay, Panzer nach vorne. Okay, Panzer kann nur einmal bewegen. Artillerie zweimal. Eins, zwei, drei, vier, fünf Mal. Da muss ich dann noch irgendwie weiter vor. Aber ich warte jetzt erstmal noch auf den zweiten Panzer. Ach, und da unten habe ich auch noch eine Einheit. Ja, ich bleibe mal auf der Straße, weil da kann man sich schneller fortbewegen, als wenn ich jetzt da so querfeldein fahre. Oh, ich muss. Oh. Oh, er ist zur Hälfte erobert. Okay, das ist neu. Das kenne ich von Battle Isle nicht, dass man da länger dran kämpfen muss, bis man es erobert hat. Okay, ich warte erstmal noch, was in der Werft ist, bevor ich da irgendwie angreife. Wenn das da noch irgendwas Tolles drin ist. Ah, was ist das? Ach, erstmal entladen, dann gucke ich es mir an. Auf jeden Fall sieht es schon mal ein wenig bewaffnet aus. Anwendung. Der Alligator ist die einzige Einheit im Spiel, die Einheiten über Wasser transportieren und ohne Hafen entladen kann. Voraussetzung ist eine flache Küste, zum Beispiel ein Strand. Man kann ihn also einsetzen, um kleine Truppen schnell im Vorgarten des Gegners abzusetzen. Wenn ich da hinten welche absetze. Ich glaube, das machen wir mal. Dann greife ich die von der Brücke und von hinten aus an. Moment, nochmal kurz angucken. Einheiteninfo hat die Waffen. Ja.
kann Luft, ja, die kann jede Einheit angreifen. Luft, alles, aber nur ein Reichweite. Okay, eine schwache Bewaffnung, aber besser als gar nichts. So. Okay, zwei Einheiten passen rein. So, Panzer nach vorne. Dann mach ich so. So, da sieht man, glaube ich, die maximalen Felder. Da kann doch noch jemand mit rein. Ne. Nicht ausreichend Platz. Okay, das heißt, zwei Felder kann man belegen. Ah, das sieht man auch die Reichweite der gegnerischen Waffen. Denke ich mal. Ah ja, sehr nett. Sehr nett. Ich glaube, der Gegner weiß gar nicht, was hier passiert. Entladen, okay, es geht an. Oh, das ist ein Amphibienfahrzeug, das kann. Das kann auf den Strand fahren. Ja, und das kann ich auch entladen, sauber. Ah ja. Okay, jetzt habe ich da ein paar Einheiten. Dann greife ich die von hinten an. Da. Warte mal, Artillerie kann 5 Felder schießen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ich gehe mal jetzt weiter vor. Gehst du dahin? Dann kann die Artillerie in der nächsten Runde angreifen. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, da hole ich noch mal zwei Einheiten ab. Dann können die noch mit hinten angreifen. Und dann hoffe ich jetzt einfach mal aufs Beste. Jetzt hat er Badaboom gemacht. Badaboom. Ja genau, wehrt euch mal. So, erstmal kurz überlegen. Ja, eins. Eins, zwei, drei, vier. Ach so, der kann jetzt so in die Richtung schießen. Fünf. Hm, scheiße, ein Feld fehlt. Na, da muss man halt. Machen wir es halt so. Dann sag ich mal, kommen die doch mit aus der Richtung. Statt über ein Wasser. Dann nehme ich dich mal zu Wasser mit. Und dann. Okay, du kannst dich nicht mehr bewegen. Knapp, knapp, knapp.
Was mache ich mit dem? Ach, lasse ich ihn erstmal stehen. Sonst kann ich ja eh nicht viel machen. Butterboom, denn ich habe Butterboom gemacht, aber zur Ablenkung werden die ihre Aufgabe schon irgendwie erfüllen. So, Artillerie. Hm, du kannst auf den schießen. Keinen in Reichweite. Hau mal den Fritzen da weg. Ich glaube, der ist aber ganz schön widerstandsfähig. Moment mal gucken. Gegen Infanterie. Was sage ich Infanterie? Hm. Naja. Einfach wegrotzen. Endlich. Keine Aktionspunkte mehr. Mal schauen, ob ich den Twilk noch zerstören kann, ne? Ach scheiße, das ist zu nah dran, der muss über zwei Felder schießen. Hat ein Level ab. Okay, den halte ich mal ganz voll, weil sonst ist er... Kann Lufteinheiten angreifen, erlittener Schaden um 30% reduziert. Ne, ich halte ihn lieber mal hoch. Oh, da oben geht's ja noch weiter, geht's ja noch weiter. So, Infanterie brauchen wir, um die Gebäude zu erobern. Die ist dann da drin. Kann ich noch irgendwas bewegen? Halt ich. So, Level up. Den heile ich auch mal voll. So. Mal dahin und dann beenden wir mal die Runde und schauen, was passiert. Diese Schweine, die können mich doch einfach so einkesseln. Artillerie. Wieder kein Ziel. Immer fehlt ein Feld. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Okay, dann fahren wir eins weiter vor. Dann kannst du vielleicht in der nächsten Runde den angreifen. Hm, komisch. Komisch. Ja. Der hat Aua gemacht. Oh, endlich ist mal was zerstört. Endlich.
die haben so einen Nervenpanzer. Fass erstmal weg von dem. Entladen wir die Infanterie, nicht, dass sie dann da drin auch noch zerstört wird. Oh Gott, wir werden alle sterben. Nein! Leute, schieß doch mal zurück. So, jetzt aber endlich mal Artillerie. Ich verstehe das. Ach so, ich muss sie erst ausrichten. Ah, ich Dummerchen. So, erst ausrichten, dann eine Runde warten. So. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich war schuld. So, aufrüsten. Reichweite verursacht das Schaden, aber das, ne, ich heile ihn lieber hoch. Zumindest für ein paar Punkte. Da oben ist ein Nervenpanzer. Fall lieber mal weg von dem. Genau, fahr weg mit einem Bike, fahr weg. So, jetzt Artillerie. Ja, endlich. Oh Gott. Die Artillerie hat aber jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Naja, na, geht. Geht. So, das Geschütz muss weg, das nervt. Nervt. Das Geschütz nervt. Und zwar gewaltig. Okay, jetzt habe ich schon mal erledigt. Jetzt nur noch den Nervenpanzer. So, mit der Infanterie muss ich vorsichtig sein, dass sie zerstört wird. So, Depot erobert, das haben wir da nix, kein, oh, aber Ressourcen, Rohstoffe, da drin kann ich dann reparieren. Okay. So, sehr gut. Na, du gehst mal. Okay, du brauchst einen Aktionspunkt, um aus dem Modus wieder rauszugehen. Greif doch nicht meine Artillerie an. Nein, nein, nein. So. Kannst du auf den schießen? Ne, der ist zu nah dran. Na komm, den Panzer schaffen wir jetzt. Oder in der nächsten Runde. So, dann schnappen wir uns mal die Base hier. Ah, dreimal muss ich die angreifen, sieht man den Punkten da oben. Einen blauen Punkt haben wir schon, jetzt brauchen wir noch zwei. Du fährst mal weg von hier. Ich denke mal, der wird jetzt noch die Artillerie hier zerstören. Ja, wie ich es gedacht habe. Oh, aber die Artillerie hat noch überlebt. Oh, und er hat ein Level up und hat sich hochgeheilt. Okay, noch einmal angreift, dann gehört das Ding uns. Hauptquartier, okay, das ist ein Hauptquartier. So, du fährst mal da rein.
Jawohl. Messi with the best in Dying Light the West. So. Reparieren kostet 49 Ressourcen. Puh. Ich glaube, dann repariere ich lieber meine Panzer. Das glaube ich. Wichtiger. Zumindest für mich. So, was haben wir da denn Schönes? Sekundärziel erreicht. Erobern Sie die Kommandozentrale. Was ist da drin? Gar nichts? Ist da drin gar nichts? Schade. So, Panzer reparieren. Ja. Ja. Okay, eine Runde und dann ist er wieder bereit. Was kostet das reparieren? 16. Da repariere ich die noch so weit wie es geht. Und dann entlade ich den. Aber ich habe ja keine Ressourcen mehr. Was haben wir denn da? Die haben eine andere Farbe. Mal gucken. So, das ist das Depot erobern. Das Depot. 50 Ressourcen. Okay. Reparieren 24, okay. So, dann wirst du auch noch irgendwie repariert. Nicht in Reichweite, aber jetzt. So, reparieren, entladen. Get in position, babe. So. So. Volle Energie und fertig ist die Wormwood Infanterie. Oder wie oder was? Hm, die stehen sich gegenüber. Vielleicht helfen die uns ja. Das wäre nice. Okay, jetzt haben wir noch zwei Panzer. Eine Artillerie. Ah ja, das ist die andere. Ich habe ja schon gedacht. Mal damit her. So. Was dann da drüben wartet, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ciao. Bis bald.